Also, wir haben uns gedacht, wir machen sowas wie ein Kochduell. Das hier vorne, drei charmante Damen, die du kennst. Melanie Müller aus unserem Sekretariat, Corinna Feige, Erzieherin und Hanna, Vertretung im Bereich Christian in der Schule. Auf dieser Seite, da darfst du mal gleich zu mir kommen, darfst du gleich werkeln und du darfst dir noch zwei Mitstreiter aussuchen. Hier geht. Hier geht und? Sophie. Okay. Dann darf ich euch zwei auch mal hier nach vorne bitten und gerne von ich würde sagen, auf die Plätze, fertig, los. Was haben wir jetzt? Probieren. Essen. Ich stehe da jetzt hier. Sehr gut. Sehr gut. Gehen wir mal rüber. Was sagt denn die Leitung des Unternehmens? Ist das positiv oder negativ? Ich fühle mich etwas überfordert, jetzt fachtechnisch das Vokabular zu gebrauchen. Aber es schmeckt gut. Okay. Moritz, bist du das von zu Hause gewöhnt? Gefräßiges Schweigen. Dann fragen wir auch mal hier vom Silberberger. Sehr gut. Der Merit passt sehr gut für mich. Und die Soße ist auch so überhaupt die Zusammensetzung. Lachs mit Ackersalat ist sehr gut. Okay, das war ja bei den anderen vorhin auch schon so, oder? Ja, aber dieses Mal ist mehrrettig dabei. Ah, mehrrettig. Dieses Mal traut sich selber was. Katrin, wie gefällt es dir hier auf dem Teller? Also was mich überzeugt, ist das Röllchen hier. Schmeckt zum einen, also sieht gut aus und schmeckt gut. Also da, was da noch genau drin ist, kann ich jetzt nicht so ganz. Also was Weißes, das durchaus ansprechend aussieht zu dem Lachs und gut schmeckt. Okay, man munkelt, dass es mehrrettig ist. Okay. Moritz, hast du das schon mal zu Hause gehabt? Ich finde den mehrrettig ein bisschen scharf. Bei der Salatsoße ein bisschen zu viel Pfeffer, aber ansonsten ist es gut. Das wird damit gehen. Besser. Ihr müsst euch jetzt also entscheiden, was war gut. Das Gericht von der Familie Wedermuth. Wie mögt ihr das bewerten? Aus den westfälischen Spezialitäten, die Ankündigung, dass es deftig schmecken würde, finde ich bestätigt. Schmeckt gut. Also auch die Kombination mit dem Fleisch, Zwiebel und durchaus. Moritz? Also das Fleisch ist gut durch, so wie es nett ist, ist eigentlich leider. Und in Kombination mit dem Raspberry-Kuchen. Das wird gut. Mhm. Was sagt der Profi? Also für mich ist Essen gelungen. Es ist ein kräftiges Essen und ich würde es jederzeit wieder essen. Mhm. Als Vegetarier finde ich das besonders lecker. Melanie, komm doch mal zu mir hier. Was ist das? Also sind jetzt Bali-Spätzle mit Rindfleisch und mit einer kleinen Rotweinsauce. Okay, auf die Plätze kann ich los. Also ich finde, es ist ein bisschen speziell mit den Nüssen, aber es ist gut. Also das Fleisch ist gut. Aber liegt da Allergie vor? Nee, das Fleisch ist wirklich gut, also ja. Okay, Patrick? Nachdem angekündigt war, dass dieser Schokoladenklecks die Rotweinsoße darstellt. Das ist nicht die Besetzung. Was ist das genau? Das ist Balsamico. Balsamico. Ja. Die Rotweinsoße findet sich dann im Fleisch. Ich teste jetzt nochmal nach. Also wenn die Rotweinsoße schon wie Schokolade schmeckt, dann weiß ich nicht. Es fehlt ein bisschen Salz. Frau Silberberger, was halten Sie denn davon? Also, das Gericht ist sehr hübsch angerichtet gewesen. Also ich habe schon etwas dezimiert. Für mich ist es etwas für ein schönes Gericht, das den Gast überrascht. Das Walnuss und alles. Also ist was Besonderes. In der positiven Welt! Positiv, ja, okay. Gut. Dann wollen wir jetzt auch machen.
Okay. Und das Gericht von der Team der Schülerinnen und Schülerarbeit. Überwiegend gut. Frau Silberweiler, was sagen Sie? Der Honig passt gut zur Creme und das Obst ist natürlich sehr schön angerichtet auch. Ein frisches Obst, sehr gut. Frau Fried? Nachdem ich jetzt mit meinen Kommentaren die Redezeit von 10 Minuten schon überschritten habe, halte ich mich jetzt zurück. Das ist so schlecht. Nein, spiel gut. Moritz. Also ich finde es schmeckt super. Sehr frisch. Etwas dickflüssig, aber die Amaretini in der Mitte schmecken sehr lecker mit den Johannisbeeren. Oder? Ja, die sehr gut zusammen. Also, ist gut. Ich habe die Johannisbeeren rausgeschüttet. Okay. Hast du die rausgelaufen? Sehr gut. Möchtest du noch mehr sagen? Okay. Ich war selber bleiben da. Das ist zu groß. Das ist aber ich würde es einfach. Okay. Jürgen, du hast das, gell? Und das Essen vom Team der Schülerinnen und Schülerarbeit? Auch. Das Ergebnis ist ganz eindeutig. Die Familie Wildermuth geht als die Kochsiegerin aus diesem Duell mit 6-mal besser, 3-mal gut. Während die Schülerinnen und Schüler knapp da drunter liegen, wirklich sehr knapp mit 6-mal drin. Also ohne Berg, ohne dich sind wir einfach nichts, gell? Ist dir schon klar. Wir haben natürlich auch ein Geschenk für dich, das ist der Gewinnerpreis jetzt quasi. Ein Theaterbesuch in einem Theater, was du sehr magst, haben wir uns sagen lassen. Für dich. Ah, Lindenhof, sehr gut, ja.